Viel passieren? Viel Spaß bei Marienhof mit den neuen Instant Cup Soups von Maggi Magic Asia. Es wird viel passieren. Fotos und die bringen wir in die Presse. Vielleicht kann Marlon ja was schreiben. Wir ziehen das ganz groß auf. Da können die gar nicht mehr Nein sagen. Ja. So, Stefano, jetzt kriegst du mal endlich einen richtigen Espresso bei mir. Ja. Und kommst. Warte mal, ne? Also, was für eine Idee? Was meinst du? Was für Foto? Hey, du hättest die anderen mal sehen sollen, wie scharf die. Wie scharf die auf den nackten Hintern vom Süßkind waren, als sie das Foto gesehen haben. Wie, du hast ein Foto von. Nein, Quatsch. Nicht ich. Moritz. Der hat es in der Umkleidekabine gemacht. Mhm. Hey, ciao, Stefano. Mhm. Alles klar? Ciao, mein Lieber. Ciao. Tja. Hey, das wird der Knaller. Wir bringen es auch ins Fernsehen. Wäre doch gelacht, wenn wir die Computer nicht doch noch kriegen. Fotos von den Lehrern? Ja, und alle nackt. Auch die Schüler. Nackt! Stefan. Scusa. Ja, cool, oder? Wir brauchen nur noch einen Slogan, sowas wie der Staat ist blank, wir auch. Nee, 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 oder noch besser. Ohne Bildung sind wir alle nackt. Hm. Nein, ich kann nicht. Was ist los? Vertraust du mir nicht? Doch. Was soll ich machen? Soll ich gehen? Nein. Ach, Dummkopf. Hätte ich dich sonst eingeladen? Ich verstehe dich nicht. So wie du mich geküsst hast. Ich meine, bist du jetzt enttäuscht? Nein, natürlich nicht. Ich weiß doch, wie wichtig dir deine Grundsätze sind, nicht mit mir zu schlafen, bevor du dir ganz sicher bist. Du bist ja nicht sicher. Mir fällt es auch nicht leicht, aber ich kann nicht. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht drängen. Ich habe dich missverstanden, weil ich es so wollte. Nicht, dass es so wichtig ist, aber es ist auch nicht unwichtig. Du weißt, was ich meine. Lachst du jetzt über mich? Nein. Doch, du machst dich lustig. Nein. Entschuldige, das ist meine Schuld und du bist so süß. Du hast mich doch erst darauf gebracht. So weit kommst du noch. Ich will kein Wort mehr davon hören. Und wenn dieser Martin noch mal Fotos von Moritz. Hey, wir machen die Fotos mit richtigen Fotografen. Und allen Lehrern. Oh je. Ich sehe er das mal schon vor mir. Madonna mia santa, lass uns nach Hause gehen. Carlos, der Espresso geht auf dich. Die Italiener. Warum bin ich denn im Krankenhaus? Weil du von den Pilzen gegessen hast, mein Schatz. Weißt du das noch? Hallo. Du bist ohnmächtig geworden. Das kennst du doch schon, als du ins Krankenhaus musstest wegen deinem Blinddarm. Habe ich das jetzt wieder? Da hatte ich auch so Bauchweh. Nein, die Pilze, von denen du gegessen hast, die waren nicht gut, die waren giftig. Und davon hast du das Bauchweh bekommen. So doll, dass du ins Krankenhaus musstest. Ich hab so Bauchweh. Das kommt, weil die dich operieren mussten. Weißt du, deine Leber, die haben die Pilze auch nicht geschmeckt. Und deshalb hast du jetzt ein Stück von Papas Leber bekommen. Hm? Hey, jetzt hast du was von Papa, das macht dich ganz stark. So, Timmy, damit du weiter schnell gesund wirst, musst du dich noch ausruhen und weiter schlafen. Ich hab doch gar nicht geschlafen. Doch, mein Babylein, 2 Wochen. Weil dein Körper so viel Ruhe braucht, damit du wieder ganz gesund wirst. Bin ich dann sehr krank? Nein, nein, nein. Du
Du musst dich nur von der Operation erholen, hm? Ich hab doch nur Pias Pilze genommen, weil ich von Inges Soße genascht hab. Und dann hatte ich Angst, dass das Essen nicht für alle reicht. Bist du böse auf mich? Ich auf dich? Nein, Timmy. Wenn ich nur geahnt hätte, dass du die Giftpilze isst. Ich hab doch nur Inges Pilze genascht. Hey, hier ist kein Mensch böse auf dich. Du musst nur ganz, ganz schnell wieder gesund werden. Und die legen wir dann im Wilden Mann aus. Ja, und in allen anderen Restaurants und Bars. Und dann? Was denkst du, soll das bringen? Hm? Ja, dann werden alle aufmerksam. Wir könnten ja auch hinten eine E-Mail-Adresse draufdrucken. Damit sammeln wir dann Unterschriften. Ja, und vielleicht eine Liste im Wilden Mann auslegen. Und dann? Ja, dann. Dann können die einfach nicht mehr Nein sagen. Und wir kriegen den Multimedia-Raum. Anne. Aber wenn die Schule kein Geld hat, wovon sollen sie denn bezahlen? Und das Allerwichtigste ist, wovon willst du die Postkarten bezahlen? Siehst du? Hm? Ja, aber wir... Sag nicht immer wir. Es ist deine Idee. Also ich finde die Idee prima. Ja, da brauchst du mich gar nicht so anzugucken. Wenn man nichts riskiert, dann kann man auch nichts gewinnen. Also ich finde sie auch ganz gut. Ist zwar keine neue Idee, aber zieht immer irgendwie. Dass ich mich immer gegen Frauen durchsetzen muss. Wer sagt denn, dass du dich durchsetzen musst? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Toni, wer hat denn sowas schon mal gemacht? Ich glaube, das waren Studenten. Letztes Jahr in Bamberg oder so. Auch wegen irgendwelcher Gelder. Ja und? Hat's was gebracht? Glaub schon. Was? Ihr seid doch verrückt, alle drei. Oh! Das Telefon. Ja, ich wollte. Ja. Wen musst du denn jetzt so dringend anrufen? Luigi hat doch heute Geburtstag. Mhm. Hat er nicht erst morgen? Oh, Tania, ich werde wohl wissen, wann mein Bruder Geburtstag hat. Dammi qua. Luigis Geburtstag ist morgen. Sag ich doch. Was gibt's denn da zu grinsen? Warte mal mit dir. Mann, Stefano, du hast einfach die allerbesten Ideen der Welt. Wir machen keine Postkarten. Wir machen einen Kalender, den braucht jeder. Also dann, bis später. Auf einen Kaffee rammt er doch nicht so jetzt vorbei. Ey, du könntest doch heute Mittag zu mir ins Dailies kommen, dann mache ich uns was ganz Besonderes zum Essen. Okay. Hallo. Sandra. Hi. Du bist schon zurück? Ich dachte, diese Fortbildung geht bis morgen. Bis gestern Abend. Das war ein toller Empfang. Habe ich etwa das Licht angelassen? Nicht nur das Licht, du hast den Kühlschrank offen gelassen. Das Eisfach ist abgetaut. Oh, das tut mir leid. Naja, es war ja nicht viel drin. Der Boden ist nass. Mm. Du warst wohl lang nicht mehr zu Hause. Ja, ich hatte viel zu tun. Kann ich das irgendwie wieder gut machen? Brauchst du irgendwas? Nein, nein, ist ja alles halb so wild. Ich gehe zu Carlos. Kommst du auch? Mhm. Gut. Dann sehen wir uns gleich. Tschüss. Tschüss. Wo hast du nur deinen Kopf? Das willst du gar nicht wissen. Bis später. Mein Kopf ist bei dir. Und mein Herz auch. Mhm. Herrschaften, Herrschaften, so geht das nicht. Basketball wird da drüben gespielt. Pia. Pia. Hallo. Hallo. Ich habe gehört, Timmy ist wieder aufgewacht. Inge hat mich gerade angerufen. Mhm. Eine gute Nachricht. Ja. Die Geschichtsklausur morgen, kannst du nächste Woche nachschreiben. Echt? Das ist nett, danke. Der Kleine schafft das bei so viel Zuwendung. Muss er einfach wieder gesund werden. Hm?
Was wollte denn der? Steht auf meiner Stelle Infobüro? Warte. Ich kann's nicht lesen. Also ich kann nicht sehen. Ha, ha, ha. Hey. Warum hängst du dir nicht ein Schild um, wo draufsteht, was auf meiner Stirn steht, stimmt nicht? Hey, du hast gelacht. Ich hab's genau gesehen. 1-0 für mich. Mann, Robby, das ist nicht witzig, echt. Du hast doch keine Ahnung, wie es Timmy geht. Timmy packt das schon. Wart's ab. Der ist genauso zäh wie sein Alter. Das wird schon. Mann, Robby, der Junge hat keine Leber mehr. Der hat nur noch das Stückchen Leber von seinem Vater und muss sein ganzes Leben lang Medikamente schlucken. Und wer weiß, was der Junge noch alles nicht mehr machen kann. Ich hätte einfach besser aufpassen müssen, verdammt. Es ist nicht deine Schuld. Du konntest doch nicht ahnen, dass er die Pilze für deinen Biounterricht ins Essen tut. Voilà, Belletzen. Hallo. Na, alles klar? Hi. Hallo. Ich habe mein Pausenbrot vergessen. Was du nicht im Kopf hast. Hm? Na, das werde ich im Kühlschrank haben. Ich mach dir schnell was, ja? Danke. Hallo. Na? Darf ich? Dauert doch nur eine Minute. Ja, klar. Setz dich. Und, hast du deine Plakate irgendwo unterbringen können? Nee. Könnte mal im Fitnessstudio nachfragen. Oder bei Charlie, ha? Ja, das ist nett, aber ich habe schon eine ganz andere Idee. Dafür bräuchte ich allerdings ein bisschen Hilfe. Okay, jederzeit, schieß los. Ich dachte, ich mache einen Kalender mit Fotos. Mhm. Und den verkaufen wir dann und das Geld ist für die Computer. Super Idee. Und an was für Motive hast du dabei gedacht? Ja, deswegen wollte ich ja fragen. Also, ich dachte, ich fotografiere die Schüler und Lehrer. Allerdings so Fotos, die richtig Aufsehen erregen. Mhm. Und ich soll dabei aufs Titelblatt, ja? Ja, das wäre natürlich der Hit. Hm. Und wie soll das ungefähr aussehen? Ja, also ich habe gedacht, wir machen so richtig schöne Aktaufnahmen. Mit einem richtigen Fotograf. Aktaufnahmen im Sinne von nackt, meinst du, ja? Nee, also nicht ganz. Ja, eigentlich schon. Macht dann ein paar Collagen oder malt auch was Schönes. Frau Biemer hilft euch ja garantiert. Heißt das, Sie würden nicht mitmachen? Nee, also, du, bei allem Verständnis. Das ging mir ein bisschen zu weit. Okay. Ja, danke trotzdem. Mhm, gerne. Oh Mann. Da habe ich mich halt richtig zum Volltrottel gemacht. Naja, ich habe doch Herr Süßkind gefragt. Der sollte mein Zugpferd sein. Der sieht gut aus, ist sportlich, hat einen tollen Körper. Aber so wie es aussieht, kein Murm. Jetzt lass dich doch nicht gleich entmutigen. Du musst dir dann eben ein anderes Zugpferd suchen. Und frag auch mal die Eltern. Hier. Ich unterstütze dich jedenfalls. Ach, ehrlich? Ja, klar. Ja, nicht so. Ich mache natürlich die Fotos. Wozu habe ich denn eine Fotoausrüstung? Danke. Also, was denn, ihr habt gar nicht? Nein. Und Raul hat es noch nicht mal versucht? Nein, wir haben besprochen, dass wir noch warten. Ja, auf was denn? Entschuldige mal, als ich mit dem zusammen war. Du, hör mal, als Liebhaber, da ist der allererste Sahne. Susi, ich will das nicht hören. Entschuldige, entschuldige. Aber ich verstehe das nicht. Das konnte dem früher mal gar nicht schnell genug gehen. Meinst du, ich mach was falsch? Dein Liebchen, glaubet mir, im Gegenteil, der liebt dich, der Typ. Also, für den Raul ist das auf jeden Fall ein echter Liebesbeweis. Also, ich habe da mal drüber nachgedacht. Ich glaube, ich fände es cool, wenn die Leute, also die Modelle, irgendwas Privates bei sich hätten. Ja, oder wir fotografieren sie einfach an ihrem Lieblingsort oder bei der Arbeit oder so. Du hast dir ja schon richtig Gedanken gemacht. Obwohl, sie an ihrem Lieblingsort oder bei der Arbeit zu fotografieren, das ist, glaube ich, zu aufwendig. Da musst du zu jedem gehen, musst alles aufbauen. Na? Hast du keine Hausaufgaben zu machen, hm? Wie war's denn bei Frank? Frank geht's besser, seit Timmy aufgewacht ist. Aber du kennst ihn ja, er macht sich halt Sorgen. Und? Hast du schon wen gefunden für deine
nackte Protestaktion. Hm? Anne, holst du mir bitte mal vom Dachboden meinen Blitzlichtkoffer, meine Fototasche und mein Stativ? Hm? Klar, danke. Du solltest es ihr ausreden, statt sie zu ermutigen. Was ist eigentlich los mit dir? Sag mal, warum mit mir? Hä? Warum unterstützt du sie nicht? Du merkst doch, wie wichtig ihr das Projekt ist. Sie sollte ihr Engagement lieber in die Hausaufgaben stecken. Es geht ihr doch nicht um die Schule, sondern nur darum, dass sie Steve nicht enttäuschen will. Oh, Steve, alles, was sie bis jetzt für diesen Jungen getan hat, ist sie nach hinten losgegangen. Ich sage nur Doping. Außerdem will ich sie nur vor einer Enttäuschung bewahren. Was denn für eine Enttäuschung? Oh, Dania, es wird sich nie jemand dafür hergeben für diese Fotos. Oder glaubst du, ihre Eltern lassen zu, dass sie die Kinder sich nackt fotografieren lassen? Ja, da müssen eben die Eltern ran. Die Eltern? Er will schon die Eltern nackt sehen. Na, vielen Dank fürs Kompliment. Oh, Dania, dreh mir jetzt nicht die Worte unter der Zunge herum. Du weißt, dass ich recht habe. Kein guter Fotograf wird sich dafür hergeben. Nochmal vielen Dank. Warum? Wieso? Weil ich die Fotos mache. Hm. Ja. Ihnen geht es besser als noch vor 2 Tagen. Obwohl Sie nicht im Bett geblieben sind. Und was ist mit Timmy? Er muss erst mal verstehen, was überhaupt passiert ist. Das macht ihm Angst. Die müssen Sie ihm nehmen. Aber das machen Sie doch schon. Können wir sonst noch irgendwas tun? Erwarten Sie nicht zu viel jetzt. Weder von Tim noch von sich. Das braucht Zeit. Reden Sie viel mit ihm. Es ist gut, dass Sie ihn beide zur Reha begleiten wollen. Es ist wichtig, dass er lernt, dass er sich nicht sorgen muss. Er lacht überhaupt nicht mehr. Wenn ich bei ihm bin, dann sieht er mich nicht mehr richtig an. Anna, ja, Timmy ist stark. Er hat schon ganz andere Sachen überstanden. Das schafft er jetzt auch. Aber er ist so anders. Er hat an nichts mehr Freude. Wenn ich nur wüsste, wie man ihm irgendwie helfen kann. Hey. Ciao, Ben. Ciao. Habt ihr euch gestritten? Wegen mir? Ach, dazu brauchen wir dich doch nicht. Das können wir auch ganz gut alleine. Ich weiß nicht, vielleicht hat Stefano doch recht. Vielleicht sollte ich die ganze Sache einfach hinschmeißen. Also, ihr beide, ihr seid euch so ähnlich. Immer gleich mit dem Kopf durch die Wand. Nur, dass Stefanos Kopf ein bisschen härter und stabiler ist. Aber was ist denn, wenn sich wirklich keiner fotografieren lassen möchte? Wie viele hast du denn gefragt? Ein. Ja, also, wenn du gleich so schnell aufgeben willst, dann ist ja nicht zu helfen. Danke. Ups. Ich bin so froh, dass ich dich hab. Ich bin froh, dass ich dich habe. Und du wirst sehen, du findest Modelle und ich mache super Fotos. Und dann wird Stefano gucken. Ja, so. Was ist? Hast du eine Idee? Mann. Könntest du mir ja auch mal helfen? Ah, Madame macht es sich schon mal gemütlich. Mhm. Ich muss mich schließlich um den Überblick kümmern und um andere Dinge wie um dich zum Beispiel. Mhm. Und so viel Aufopferung weiß ich natürlich zu schätzen. Aber das muss ich doch erstmal die Tüten abstellen. Ach, das wirst du doch schaffen. Schau mich an. Was denkst du, was ich in Verantwortung zu tragen habe? Ja, ich bin schwer beeindruckt. Dafür werden Sie auch heute verführt, schöne Frau. Rein kulinarisch versteht sich. Ah, warte mal, ich bring Konstanze mal die Tasche. Ist vielleicht was Wichtiges. Was ist los? Ich glaube, Konstanze ist beschäftigt. Sind wir wenigstens für uns. Wir können natürlich auch auswärts essen gehen. Ist schon okay.
Timmylein. Was meinst du, wie schön das wird, wenn der Papa, du und ich, wenn wir alle zusammen in Frankreich sind? Wir können ganz, ganz viele tolle Sachen machen, hm? Also bereit, deine Niederlage herzunehmen? Fang schon mal an zu üben. Ich komm gleich nach. Ah. Ja. Hey, Pia. Alles klar? Wir gehen ein paar Körbe werfen. Kommst du mit? Danke, aber mir ist einfach nicht danach. Nee, komm, ein bisschen Ablenkung tut dir bestimmt gut. Wenn du hier traurig rumhängst, hilft das Timmy auch nicht weiter. Ey, es ist doch noch mal gut gegangen. Der kommt wieder auf die Beine. Also, was wolltest du sagen? Timmy, er lacht nicht mehr. Warst du im Krankenhaus? Das ist schlimm. Und jetzt lachst du auch nicht mehr? In the garage, I feel sick. No one cares about my whiz. In the garage where I belong, no one hears me sing my song. Whoa. Ow. Ich weiß, du hast es nicht leicht mit mir. Aber ich bin dir so dankbar, dass du mich nicht drängst. Nein, sag jetzt nichts. Lass mich mal was sagen, bitte. Ich bin so glücklich mit dir. Aber bitte gib mir noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen? Ja, bis ich mir ganz sicher bin. Aber dann gibt's für dich auch kein Zurück mehr. Alter, bin wieder da. Mal ein bisschen hoch. Genau. Ja, das ist schön. Bleib mal so. Ja, und jetzt ein bisschen mehr den Kopf tiefer. Ein bisschen mehr nach rechts. Ja, rechts. Aha. Ja, das ist wunderschön. Bleib so. Ja, wunderbar. Zuverlässig wie ein Schutzengel, das ist die Provinzial. Immer da, immer nah, Provinzial. Sie müssen sich einen Tank ausziehen, einfach nur für einen guten Zweck. Aber Sie sehen doch wirklich gut aus. Heute Abend bekommst du dann den Rest, ja? Du, heute Abend geht's aber nicht. Wieso? Hast du Bruno auch heute Abend? Nee, aber ich bin zum Skatspielen verabredet. Skat? Ja. Mhm. Es wird passieren.